Neues vom Berg wird unterstützt von der Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH. Bauen auf festem Grund. www.dallmann-bau.de. Neues vom Berg. Das Magazin vom Konfi-Camp der evangelischen Jugend im Kirchenkreis Bramsche. Heute im Studio Kai-Fabien Rolf. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Berg. Tag der Deutschen Einheit und der erste komplette Tag in den dicken Birken liegt hinter den Konfirmanden. Und das sind heute einige unserer Themen. Super Stimmung, das Abendprogramm beim Konfi-Camp. Super Einheit, am Morgen startet die Arbeit mit dem Holk-Projekt. Super Morgen, wenn 200 Konfis aufstehen, so verläuft der Morgen im Camp. Gestern Abend ging es dann so richtig los. Der erste Abend auf dem Konfi-Camp stand ganz im Zeichen des Kennenlernens. Ein buntes Programm und was das alles so mit sich brachte und wie eine Andacht mit 250 Leuten funktioniert, meine Kollegen Leonie Warmund und Vanja Kobeck haben sich das angeschaut. Die Halle füllt sich zum ersten Abendprogramm auf dem Camp. Mittlerweile haben sich auch die Konfirmanden etwas eingelebt und schildern ihre ersten Eindrücke. Wir haben schon etwas mehr kennengelernt alle und es war bisher ganz gut. Sind alle ganz nett. Ja, ist echt gut. Also bis jetzt ist es eigentlich ganz spaßig gewesen. Die gut 200 Konfirmanden aus dem Kirchenkreis erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das viel zu bieten hat. Mit einer aufwendigen Laser- und Lichtshow beginnt die Band Ray of Hope die Welcome-Veranstaltung. Neben den zahlreichen Kennenlernspielen präsentierte jede Gruppe die vorab gedrehten Filme, um die Kirchengemeinden besser kennenzulernen. Besonderes Highlight, die Teamer mussten ihren Hauptamtlichen zeichnen, und zwar blind, nur auf Anweisung ihrer Mitteamer. Die Ergebnisse ließen die Hauptamtlichen besser unkommentiert. Beendet wurde der Abend mit einer Andacht der St. Marien-Gemeinde aus Üffeln. Die zeigte, wie die Jugend als das Salz der Erde die Welt bewegen kann, so wie Kochsalz ein Ei in einem Glas Wasser. Ein vielfältiger Abend, der bei den Konfis gut ankam. Ich fand es relativ cool und hoffe, dass wir das so jeden Abend machen, weil das Kennenlernen war auch richtig cool, fand ich. Komm, was hat dir am besten gefallen? Ja, also ich fand gut, dass wir uns besser kennengelernt haben und dass wir auch die Filme über die anderen Gemeinden geguckt haben. Mir hat am besten die Band gefallen, weil die einfach mal super Stimmung macht. Ist ganz lustig gewesen, viel Spaß hatten wir und fand es auch cool, dass wir jetzt die anderen auch kennenlernen durften und ja. Ich fand das besonders schön, dass wir halt die Videos von anderen Gemeinden gesehen haben, was die halt so vorgestellt haben und diese Spiele, die wir da so zwischendurch gemacht haben. Die Konfirmanden sind also gespannt, was die nächsten Abende so zu bieten haben. Und ich begrüße jetzt hier bei mir im Studio Lea und Alina von der Band Ray of Hope. Ja, wie kommt es denn dazu, dass ihr uns hier auf dem Konfi-Camp mit eurer Musik beglückt? Ja, Stefan hat uns vor schon ein paar Jahren gefragt, ob wir nicht mal ihm auf dem Camp helfen können. Und wir waren schon letztes Jahr dabei und sind jetzt wieder hier. Ja, wunderbar, das freut uns sehr. Wie kam es denn dazu, dass ihr euch überhaupt gegründet habt, dass Ray of Hope gegründet wurde? Ja, wir kommen alle aus einer Gemeinde aus Lindhorf und es war immer schon so eine Projektband und irgendwann hat sich das dann herauskristallisiert, dass wir sechs jetzt schon seit 2012 ungefähr zusammenspielen. Ja, die meisten Bands, wenn man sie aus den Charts kennt, wollen erfolgreich sein, wollen hunderttausende Platten verkaufen. Was ist euer Ziel mit eurer Musik? Ja, wir wollen die Kirche ein bisschen auffrischen und den Jugendlichen zeigen, dass Kirchenmusik nicht nur Orgel und nicht nur Musik von 1700 sein muss, sondern dass es auch coole neue Musik gibt, zu der es Spaß macht, mitzusingen und mitzutanzen. Wunderbar. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Danke für das Gespräch. Morgenstund hat Gold im Mund, das denken sich auch die Teamer des Konfi-Camps, denn wenn die meisten Konfis noch schlafen, sind die Teamer schon hellwach. Jeden Morgen geht es um 8 Uhr in die Teamerrunde. Hier wird alles Wichtige für den Tag besprochen. Wie die erste Teamerrunde und der erste Morgen im Camp verlief, Vanja Kobeck und Leonie Warmund sind heute früh aufgestanden. Früher Morgen auf dem Camp. Nach und nach stehen alle Teilnehmer auf. Für die einen geht es frühstücken, für die anderen gibt es schon viel zu besprechen. Wie war die Nacht? Gab oder gibt es Probleme? Was liegt heute an?
Daher ist Kirchenkreisjugendwart Stefan Eckbert nun auf dem Weg zur allmorgendlichen Runde mit allen Teamern und Hauptamtlichen. Ich freue mich auf die Mitarbeiterrunde, weil ich glaube, alle sind motiviert und haben Bock. Tatsächlich sind alle Teamer schon um 7 Uhr aufgestanden, damit sie gleich bei der Teamerrunde mitmachen können. Das ist schon ziemlich cool, freue ich mich drauf. Auch für Alex heißt es schon früh, auf zur großen Halle, um sich mit den anderen Teamern auszutauschen. Ich bin gerade zur Halle unterwegs, weil ich gleich die Teamerrunde habe. Da besprechen wir so, was diesen Tag so läuft und was über die Nacht Wichtiges passiert ist. Die letzten Einzelheiten für den Tag sind abgesprochen und die Materialien verteilt. Jetzt kann es für alle losgehen mit der ersten Holk-Einheit. Moin, mein Name ist Holk und ich bin Engel. Mit diesen Worten stellte sich heute bei der ersten Arbeitseinheit ein Mann vor und behauptet, von Gott geschickt worden zu sein. Er soll sich auf der Erde einmal etwas genauer umschauen. Klingt im ersten Moment ziemlich komisch, vor allem weil der Engel auch keine der klassischen Merkmale erfüllt. Keine Flügel, kein weißes Gewand, auch keine blonden, lockigen Haare. Was der Engel wirklich auf der Erde will, Paul Borgmann und Vanja Kobeck haben nachgefragt. Bevor die thematische Arbeit rund um das Holk-Projekt starten kann, treffen sich alle Konfis und Teamer in der großen Halle. Und die Band Ray of Hope treibt die letzte Müdigkeit aus den Knochen. So frisch aufgewärmt geht es dann in die kleineren Gemeindegruppen. Auf der Erde angekommen, lernt Engel Holk verschiedene Charaktere kennen und hält dieses in einem Videotagebuch fest. Heute geht es um Paul. Der 16-Jährige steht unter hohem Leistungsdruck in der Schule. Ich glaube, dass Paul sich so fühlt, dass er etwas Angst vor seiner Mathearbeit hat, weil Angst hat, dass er die wieder verhaut und dass er dann wieder Ärger von seinem Vater bekommt. Und sein Vater interessiert sich ja überhaupt gar nicht dafür, was er für Arbeiten schreibt. Ich hätte ehrlich gesagt etwas Angst davor, dann die Mathearbeit zu schreiben. Auch gute Noten können Pauls Vater nicht besänftigen. Man kann sich auch über eine 2+ freuen. Und eine 4- kann vielleicht ein Ausrutscher sein. Ich glaube, der fühlt sich nicht so gut, weil der Vater ihn immer so hart rannimmt. Die Konfis versuchen das Problem aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten und wenden kreative Methoden an, um den Standpunkt der Protagonisten zu verdeutlichen. Jetzt sollen wir ein Rollenspiel drüber machen, wie er reagiert, wenn dieser Paul zu seinem Vater geht. Die Arbeitseinheiten werden dabei in enger Kooperation aus hauptamtlichen und jugendlichen Betreuern geführt. Diese Vorgehensweise gefällt sowohl dem Leiterteam als auch den Konfis. Also ich finde, die Konfis arbeiten sehr gut mit, vor allem weil ich gerade die Leitung übernommen habe und die haben alle sehr gut mitgearbeitet. Hatten alle auch unterschiedliche Meinungen, also nicht alle sind in einem Strang gezogen, haben den anderen zugehört, sondern haben ihre eigenen Gedanken in Worte gefasst. Alles in allem eine gelungene erste Arbeitseinheit. Die Konfis sind begeistert vom interaktiven Unterrichtsstil mit Filmbeiträgen und Gruppendiskussionen. Perfekte Bedingungen also, um auch in den folgenden Tagen aktuelle Jugendthemen näher zu bearbeiten. Bestimmt kennen Sie diese Sprüche auch. Beim nächsten Mal klappt's bestimmt. Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Typische Sprüche, wenn beim Loseziehen mal wieder nur Nieten dabei waren. Auch hier auf dem Camp lassen wir die Konfirmanden eifrig in die Lostrommel greifen. Aber sie ziehen keine Nummern, sondern Fragen für ein Interview der besonderen Art. Das sogenannte Fragenlotto. Wie das aussieht, hier ist Folge 1. Was würdest du gerne besser können? Also ich würde auf jeden Fall gerne Mathe besser können. Ja, also das ist eigentlich mir das Einzige. Also malen vielleicht auch noch. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was soll dann in Erfüllung gehen? Ich denke, ich fände es gut, wenn Frieden auf der Welt wäre. Was ist dir wichtiger, viel Geld oder viel Zufriedenheit? Beides eigentlich, man sollte nicht zu wenig von beidem haben. Wenn man zu wenig Zufriedenheit hat, dann ist man ja sozusagen auch nicht glücklich. Und wenn man zu wenig Geld hat, ist man auch nicht glücklich. Liest du privat in der Bibel, warum ja, warum nein? Ich lese privat nicht in der Bibel, weil ich das schon alles so in der Kirche schon großteil gehört habe. Wie stellst du dir den Tag deiner Konfirmation vor? Ja, dass viele aus meiner Familie kommen. Und dass ich die Glaubensbekenntnis auch nicht verkacke, sage ich jetzt mal, und dass ich die auch richtig hinbekomme. Gibt es im Alltag Situationen, in denen du betest, wenn ja, welche? Also es gibt halt schon im Alltag so Situationen,
Und es ist immer unterschiedlich. Also kommt immer darauf an, ob irgendwas passiert ist, ob irgendwer einen Unfall hatte, den ich kenne. Und dann fange ich halt, also bete ich halt auch manchmal, aber halt nicht oft, außer wenn irgendwas passiert ist. Was findest du gut an der Kirche? Ja, also ich finde die Gottesdienste halt immer schön. Und dass man halt auch, dass halt man ja die Bibel dann dadurch verstehen kann, durch den Gottesdienst. Und man ja sozusagen mit Gott redet dabei. Wie findest du das Holk-Projekt? Ich finde es gut, weil man spricht über verschiedene Sachen, die manchmal auch auf einen zutreffen und manchmal aber auch nicht. So halt eben Alltagsprobleme oder Sachen. Das war's schon wieder, die zweite Ausgabe Neues vom Berg. Ich gehe jetzt mal schnell rüber in die Veranstaltungshalle, denn dort startet gleich ja um 19.30 Uhr unser Livestream vom Casinoabend auf kirche.media und confi.camp. Ich hoffe, Sie schalten ein. Ansonsten sehen wir uns wieder, wie gewohnt, morgen Abend ab 19 Uhr. Machen Sie's gut, auf Wiedersehen aus den dicken Birken. Neues vom Berg wurde unterstützt von der Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH. Bauen auf festem Grund. www.dallmann-bau.de. Eine Produktion des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Bramsche. www.kirche.media.